Ja, hallo, ich bin Tobi. Ich bin Simeons Cousin. Ich bin sowohl, glaube ich, mit der Initiator und Simeon redet immer von Auftraggeber, von diesem schönen Kunstwerk, was jetzt fast fertig ist, bis auf eine kleine Kleinigkeit. Ja, Tobias, du hast mich ja inspiriert zu Ja. diesem Christus und der hat jetzt was ganz Spezielles. Also zum einen ist er sehr stark muskulös, wo jetzt vielleicht manche sagen, das ist ein Kritikpunkt. Zum anderen ruft er so aus und das bezieht sich auch auf den Titulus, also der Titel, der oben noch nicht fertig ist, weil ich den noch nicht geschafft habe. Da kannst du ja nochmal sagen, was das auf sich hat, was das bedeutet und ja, was du mit dieser Figur jetzt verbindest. Ja, warum muskulös? Wenn man davon ausgeht, wie Jesus damals war, die meisten Darstellungen stellen ihn ja irgendwie sehr ausgezehrt und sehr leidend dar. Wenn man sich aber mal überlegt, was war eigentlich sein Beruf? Der Mann war Bauarbeiter. Zimmermann wird das häufig übersetzt, aber es bedeutet eigentlich alle Arbeiten, die beim Hausbau anfallen. Das heißt, der Mann hat Häuser gebaut. Naja, jetzt guckt euch mal Handwerker an. Ja, die sehen nicht so ausgezehrt aus. Dann hatte der Mann zwar wenig Geld, hat vermutlich auch nicht ständig das beste Essen bekommen, aber der war überall eingeladen, bei reichen Leuten, bei Pharisäern und ich glaube, der hat sich da auch ein bisschen durchgefressen. Jedenfalls wurde über ihn gespottet, er sei ein Fresser und Weinsäufer. Und er wurde gefragt, warum er und seine Jünger nicht fasten. Also ich glaube nicht, dass der so total abgemagert war. Dann war der um die 30. Also ein 30-jähriger Handwerker in der Blüte seiner Kraft. Und ich glaube nicht, dass der schwächlich ausgesehen hat. Deswegen muskulös. Und dann, was tut er am Kreuz? Er kämpft einen Kampf. Er kämpft einen Kampf und nachdem er mit dem Kampf fertig ist, sagt er, es ist vollbracht. Oder griechisch eben Tetelestai. Das soll da oben noch als Titulus drankommen. Und das soll diesen Moment darstellen, wo er mit diesem Kampf gegen das Böse fertig geworden ist. Die Sache am Kreuz ist beendet. Dann kann er danach in Frieden sterben. Und ja, er hat sein Werk getan und der Sieg ist da. Die 90 Minuten sind vorbei, es steht 1 zu 0, das ist der Abpfiff. Und das ist sozusagen der Siegesschrei des starken Siegers am Kreuz. Ja, das verbinde ich so ein bisschen damit. Und das ist was, was ansonsten in Kreuzigungsdarstellungen irgendwie nie rüberkommt. Das sieht man hier richtig schön, das hat der Simeon richtig schön gemacht. Zum Beispiel sieht man hier, dass er Fäuste hat. Ich habe noch nie einen Christus mit Fäusten gesehen. Und das passt einfach so richtig gut. Ja, du wirst ja auch du wirst auch eine Predigt darüber halten, hast du mir gesagt. Worauf gehst du dann nochmal speziell ein? Ja, im Großen und Ganzen, was ich jetzt eben schon so gesagt habe, ja, dass er der Starke ist, der uns befreit und dass er eben, ja, dass er ausruft, es ist vollbracht und an diesem Punkt ist der Sieg errungen, ja. Ja, und danach kann er dann tatsächlich auch sterben, ne? Jesus stirbt ja nicht an der Kreuzigung. Der stirbt, weil er es will. Und in diesem Augenblick, wo er sagt, der Kampf ist gewonnen, danach sagt er, Vater, in deine Hände übergebe ich meinen Geist. Und er übergibt seinen Geist und er stirbt. Also, das war nach 3 Stunden. Normalerweise hingen die am Kreuz 3 Tage. Vom Palmsonntag bis Passafest. Und ist im Tempel und lehrt, ne? Und sie fragen ihn, sollen wir Steuern bezahlen? Was für eine miese Frage, ja? Und du denkst, ja, soll er jetzt sagen ja? Dann sind die Leute ärgerlich. Soll er sagen nein? Dann zeigen sie ihn an. Was soll er machen, ne? Wie großartig er das löst. Ja, gebt mir eine Münze. Wessen Bild ist drauf? Ja, gebt dem Kaiser, was dem Kaiser gehört. Das ist genial. Es ist genial. Und dann stellen die ihm noch mehr Fangfragen. Und die Sadduzäer kommen an und sagen, wie ist es denn mit der Auferstehung? Ein Mann hatte 7 Frauen, weil alle nacheinander weggestorben. Ach nee, eine Frau hatte 7 Männer, ja, immer die Viratsehe. Wessen Frau ist sie denn im Himmel, ja? Und Jesus sagt,
ihr habt überhaupt keine Ahnung vom Himmel, ja? Das ist eine Frage, wo du denkst, scheiße, wie soll er darauf antworten, ja? Und er sagt, Leute, ihr habt überhaupt nicht gelesen, wie das ist, ja? Er fängt mit der Schrift an und das ist genial. Eine ganze Woche lang beantwortet er denen die furchtbarsten Fragen und am Ende steht, und dann traut sich keiner mehr, ihm irgendwas zu fragen. So hat er denen geantwortet. Und dann steht er am Gründonnerstag vom Hohen Rat vor Kaiphas und Hannas. Und sie lassen falsche Zeugen auftreten. Und sagen, der hat behauptet, der reißt den Tempel ab und baut ihn dann 3 Tagen wieder auf, ja? Er könnte sich verteidigen. Er macht es nicht. Warum verteidigt er sich nicht? Er hat es locker drauf, ja? Diese Frage ist wie, die könntest du auch, da könntest du auch verteidigen, ja? Oder ich, wir würden das hinkriegen. Das mit dem Geld hätten wir nicht beantworten können. Das mit dem Himmel auch nicht. Aber diese Scheißunterstellung hätten wir hingekriegt, ja? Die falschen Zeugen hätten wir auch gesagt, dass die rumlügen, ja? Er sagt nichts. Erst als Herr Kaiphas sagt, bist du der Sohn des Hochgelobten, ja? Dann sagt er, ja, du sagst es. Weil er das nicht so stehen lassen will, ne? Warum sagt er nichts? Weil er ans Kreuz gehen will. Das ist der Grund, dass er sich nicht verteidigt, weil er, wenn er sich verteidigen würde, würden die ihn nicht verurteilen. Also verteidigt er sich nicht. Er will dahin, weißt du? Und die dritte Stelle ist, wie er an diesem Kreuz hängt und sagt, es ist vollbracht. Und an dem Punkt hat er uns befreit. An dem Punkt hat er den Kampf gekämpft, ja? Es müssen die 3 längsten Stunden der Menschheitsgeschichte gewesen sein, ja? Vom Randnageln bis Sterbezeitpunkt. Ich finde, es gibt total Stoff für so eine Arbeit hier. Also. Was? Ja, so. Also ich hätte mich sonst gerichtet nach irgendwelchen Vorbildern, aber das ist jetzt hier irgendwie was ganz Eigenes geworden. Wie du sagst, das hat ja auch, hast du noch nicht gesehen. Aber hast du schon mal so einen Christus gesehen? Nee. Ich auch nicht. Deswegen mag ich den. Ja, weil der drückt was aus. Und der drückt was anderes aus. Die anderen drücken einen stummen, leidenden Christus aus. So ein Jesaja 53 Christus, ne? Ja, aber wieso ist das eigentlich so geworden dann? Also das weiß ich nicht. Ja, aber ich denke, dass dieses Leidende, vielleicht auch im Psalm 22 Christus, weil er ja drin vorkommt, ich könnte alle meine Knochen zählen. Ja. Ich vermute, dass das da auch so einen Einfluss gehabt hat, dass sie sich einfach auch nach dieser Bibelstelle richten wollten. Dann ist häufig diese Wundmale auch dabei. Ich glaube, die waren in der Ikonografie, ich weiß nicht, ob man das so sagt, ob ich das Wort gerade richtig verwende, ja. Ich glaube, die waren in der Ikonografie wichtig, eben als die Zeichen, ja, dass die Lanze da in der Seite ist. Ja. Ja. Und dann dieses, wann fängt die Erhöhung des Christus an? Ja, theologisch. Das weiß ich nicht. Ich dachte es früher immer, ja, mit der Auferstehung. Das ist ja dieser Vers aus dem Philipperbrief. Er entäußerte sich selbst und wurde ein Menschengleich und stieg hinab, war Gott gehorsam bis zum Tod am Kreuz. Darum hat Gott ihn auch erhöht und ihm einen Platz gegeben. Ne? Diese ganze Geschichte, diese Selbstentäußerung, nennt man Kenosis, hattest du mal gehabt, 3. Jahr Christologie, ja? Und das ist so dieser Abstieg von Christus, jetzt ganz nach unten und dann die Erhöhung, ja? Und wann fängt die Erhöhung an? Und ich glaube, die Leute denken häufig, die Erhöhung fängt an mit der Auferstehung, aber die Erhöhung fängt schon davor an. Und ich habe das Gefühl, die Leute haben ein Bild von Christus, wie er ganz unten ist und nicht, dass er schon erhöht ist.
oder das, ja, die Kreuzigung ist eine Krönungszeremonie. Ist ja rein optisch schon erhöht, ne? Ja, ja, aber so ganz viel. Erstens, er wird optisch erhöht. Er bekommt eine Krone. Er bekommt ein Zepter. Er bekommt einen Mantel. Hm. Er bekommt Huldigung. Er bekommt einen Titel. Jesus Christus, König der Juden. Titel kommt noch. Ja, und das ist so. Alles das hat er verdient. Hm. Alles das ist echt. Aber die Leute tun so, als wäre es Spott. Und, aber in echt ist er an diesem Tag der König der Welt geworden. Jetzt hast du hier eine Predigt gehalten gerade. Ja. Keine Ahnung, ich habe diese Gedanken auch nur von anderen Leuten, aber das höre ich nie. Ne? Wir haben immer den leidenden Christus im Vordergrund, der für uns das alles getragen hat, und das ist auch richtig. Aber da steckt eben noch mehr drin. Und das finde ich genial. Und eben dieses Siegreiche, dieses, er ist jetzt der König, weil er die Schlacht geschlagen hat, weil er alles gewonnen hat, ja? Mhm. Weil jetzt ist vorbei. Das haben wir nicht auf dem Schirm. Ich weiß auch nicht warum, ja? Ich meine, es kommt schon vor, am Kreuz auf Golgatha wurde der Sieg errungen, ja? Aber der gute Mann sieht nie so aus. Und deswegen mag ich das, Simeon. Je mehr ich mir angucke, desto mehr gefällt es mir. Ja, das wird sich dann auch noch verstärken, denke ich. Ja. Dass dann irgendwann. Und es steht dir ja frei, wenn du sagst, du möchtest, du bist noch total unzufrieden, so ein Ding nochmal für dich selber zu machen. Ja, genau. Ja, oder vielleicht kommen Leute auf den Geschmack, wenn du Bilder ins Netz stellst. Ja, ich glaube, ich kriege ja immer wieder Anfragen aller möglichen Couleur und Art. Ich finde das schön, das ist so vielfältig bei dir, ne? Und ich habe heute mal einen ganz leidenden, schlimmen Leidenden machen, aber also viel kleiner, aber das war ihm dann anscheinend zu teuer. Hat sich das leider nicht ergeben, aber. Ja, Christus ist total das mega Thema, weil das bildhauerisch auch extrem spannend ist. Ne? Du hast halt hier das Tuch, die Krone, der Ausdruck, die Anatomie und alles so schön von vorne und dann auch noch so ein religiöses Thema. Ne? Ja. Was uns ja auch interessiert. Ja. Okay, ich muss jetzt aufhören, sonst wird das ewig dauern. Ja. Lass mich noch mal schauen. So, der gute Mann hat Augen, er hat Nasenlöcher. Achselhaare lassen wir weg. Das passt, der hat einen Bart. Der sieht gut frisiert aus. Diese scharfen Kanten, die müssen noch ein bisschen verschwinden. Der hat eine wallende Mähne, das passt zum Heron, ja. Er hat Fäuste. Er hat einen Daumennägel. Das sehe ich nicht. Ja. Er hat einen Bauchnabel. Er hat ein Tuch. Er hat Beine. Zehn Nägel. Er hat noch vier andere Nägel, die ganz hässlich sind. Weil die da sein müssen. Er hängt in allem. Ach so, ja. Ja, die. Er hängt mit aller Macht an diesem Kreuz und kämpft mit dem Bösen. Ich hatte mal überlegt, vielleicht sowas. Ja. Dann halt sehr groß mal für eine Kirche, also rein freiwillig so als Leihgabe zu machen. Vielleicht sowas in der Art, mit diesen Gedanken. Und auch solchen Fäusten und so. Und dieser Stärke. Dann mal als Meisterstück zu machen.